Ausgehend von dem Mittelwertmodell, was wir abgeleitet haben hier für den Hochsatzsteller bzw. Aufwärtswandler, möchte ich jetzt hier mal noch die Anwendung zeigen, wie man das DC-Modell, das heißt das Modell zur Bestimmung des Arbeitspunktes, hier mal einsetzen kann, um zum Beispiel die nicht ideale Übertragungscharakteristik UA zu UE des Hochsatzstellers zu berechnen, falls wir eine Spule haben, die einen endlichen DC-Widerstand, das heißt einen Wicklungswiderstand hat, den wir nicht vernachlässigen können, weil dann wird sich nämlich die Übertragungscharakteristik des Hochsatzstellers so ändern, dass jetzt nicht mehr für D gegen 1 die Ausgangsspannung gegen unendlich gehen wird. Machen wir das als Anwendungsbeispiel. Das müssen wir tun, um jetzt hier zu dem Gleichstrommodell zur Berechnung des Arbeitspunktes zu kommen. Im Prinzip müssen wir hier bloß alle Werte durch die Gleichwerte ersetzen. Das heißt, tatsächlich könnte man hier genauso wie beim T-Set-Steller die gesteuerte Stromquelle und die gesteuerte Spannungsquelle ersetzen durch drei Quellen wieder, indem man hier eine Linearisierung durchführt und die Quellen, die hier nur von Gleichgrößen abhängig sind, werden dann, wenn man sie einzeln betrachtet, ausreichend sein, um den Gleichstromarbeitspunkt zu betrachten. Das heißt, formal ist es bloß eine Ersetzung, dass wir hier sozusagen statt UE Mittel einfach bloß groß UE schreiben, statt IL Mittel einfach bloß groß IL und so weiter und mit dem Tastverhältnis D rechnen. Das heißt, malen wir das einfach um. Dann ist das DC-Modell des Hochsatzstellers wie folgt. Wir haben am Eingang jetzt die Gleichspannung UE, aber wir wollen jetzt hier den Widerstand RL der Induktivität mit berücksichtigen. Wir haben den Schalter ersetzt durch eine Stromquelle D mal IL und wir haben die Diode ersetzt durch D mal UA, hier Kondensator am Ausgang und der Lastwiderstand. Tatsächlich habe ich jetzt hier den Kondensator und die Spule drin gelassen, wobei die Spule hier oben eigentlich ein Kurzschluss wäre und der Kondensator wäre hier eigentlich eine Unterbrechung. Das heißt, wenn man es genau nimmt, kriegen wir eigentlich folgendes Ersatzmodell. Statt der Spule hier einfach einen Kurzschluss, den Widerstand RL, Stromquelle für den Schalter, Spannungsquelle für die Diode und den Lastwiderstand RL. Und jetzt können wir hier das nicht ideale Übertragungsverhalten dieser Hochsatzstellerschaltung durch Berechnung dieses Netzwerkes hier bestimmen. Mit den gesteuerten Quellen hier D mal UA und D mal IL. Wie gehen wir dann vor? Tatsächlich ist hier die Vorgehensweise gleich wie sonst bei elektronischen Schaltungen. Wir müssten hier also mit der Maschen- und Knotenregel die Ausgangsspannung UA in Abhängigkeit von der Eingangsspannung UE bestimmen. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass wir hier sagen, wir nehmen diese große Masche und bestimmen jetzt hier über die Masche eine Beziehung zwischen UE und UA. Das heißt, gilt dann, wenn wir diese Masche auswerten, UE ist gleich der Spannungsabfall über diesen Widerstand, IL mal RL, plus UA minus D mal UA. Oder wenn wir es nochmal umformen, IL mal RL plus UA mal 1 minus D. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Spannungsübertragungsfunktion bestimmen. Diese hängt nur ab von UE und UA. Das heißt, wir müssen jetzt hier das IL aus dieser Gleichung eliminieren. Und das machen wir wie folgt. Tatsächlich können wir die Spannung UA auch noch anders ausdrücken, und zwar durch den Strom, der hier fließt, der Strom IA. Und diesen kann man bei Vorgabe des Stromes IL und des Stromes durch die gesteuerte Stromquelle, die hier den Schalter modelliert, ausrechnen. Das heißt, tatsächlich muss hier an dem Knoten der Strom IL zufließen, der Strom D mal IL abfließen, also ist der Strom IA die Differenz zwischen diesen beiden und IA mal RL ergibt gleich die Spannung UA. Können wir als zweites festhalten, UA ist gleich IA mal RL. Achtung, hier groß RL wegen dem Lastwiderstand, das kleine RL ist der Widerstand der Spule und gleichzeitig gilt aber hier IA, wenn wir die Knotenregel anwenden, ist IL minus D mal IL. Wir können dann hier ausklammern, IL mal 1 minus D mal RL ist UA aufgelöst nach IL, erlaubt es uns dann in der Gleichung 1 das IL zu ersetzen, das heißt IL wäre hier dann UA durch R mal 1 durch 1 minus D. Und das können wir jetzt hier in die Gleichung 1 einsetzen. Und damit können wir jetzt eine Gleichung für UA und UE aufstellen ohne IL.
wenn wir 2 in 1 einsetzen, das heißt, eingesetzt ergibt sich UE ist gleich UA durch RL mal 1 durch 1 minus D mal klein RL plus diesen zweiten Term UA mal 1 minus D. Und das ist jetzt eine Gleichung, wo wir auf der linken Seite nur Terme mit UE stehen haben, auf der rechten Seite, wenn wir ausklammern, nur Terme mit UA, das heißt, ich ziehe ein UA raus, UA mal kleine RL durch große L mal 1 durch 1 minus D plus 1 minus D. Und jetzt kann ich auflösen, indem ich durch diesen rechten Term hier teile und kriege die Spannungsübertragungsfunktion raus, M ist gleich UA zu UE dieser Schaltung als 1 durch RL durch groß RL mal 1 durch 1 minus D plus 1 minus D. Und das ist jetzt hier die Spannungsübertragungsfunktion einer Hochsetzstellerschaltung mit einem endlichen Wicklungswiderstand in der Induktivität, nur hergeleitet jetzt aufgrund dieses Großsignalersatzschaltbildes. Das heißt, hier haben wir keine Spannungszeitflächen oder Stromzeitflächengleichgewichte benutzt, sondern rein aufgrund des Ersetzens durch gesteuerte Quellen mit den Kirchhoffschen Gleichungen das hier abgeleitet. Und das beschreibt jetzt eigentlich den Effekt, dass man bei so einem Hochsatzsteller, wenn man das reale und das ideale Übersetzungsverhältnis sich anschaut, wenn wir hier UA zu UE betrachten, dass das für höher werdende Werte von D für D gegen 1 jetzt nicht über alle Maßen anwächst, sondern dass dort die Spannungsübertragungsfunktion wieder gegen 0 geht, weil tatsächlich, wenn D gegen 1 geht, wird hier in diesem Term 1 durch 1 minus D gegen unendlich gehen. Wir teilen dann durch unendlich und dann wird die Spannungsübertragungsfunktion hier gegen 0 streben.